Android-Smartphone mit dem Windows-PC benutzen und bedienen. Bevor es losgeht, abonnieren Sie doch bitte den Kanal und geben Sie mir einen Daumen hoch. Vielen Dank! Grundsätzlich haben Sie diese App Smartphone Link oder Ihr Smartphone auf Ihrem Rechner. Falls das nicht der Fall ist, werden Sie dann hinterher, wie wir das jetzt gleich machen, die Möglichkeit haben, sich die App runterzuladen. Und ich klicke mal auf die Lupe zum Suchen und gebe mal Smart ein. Und die klicke ich einfach an, Smartphone Link. Dann werden Sie durch ein kleines Fenster bzw. Menü geleitet. Erste Schritte, nächste Seite und klicken auf Erste Schritte. Nehmen Sie jetzt Ihr Smartphone in die Hand und besuchen Sie diese Webseite. So sieht das ungefähr aus. Hier ist ganz oben Link zu Windows. Da bitte einmal drauf tippen. Falls Sie es noch nicht installiert haben, werden Sie automatisch zum Installieren geleitet. Nun wechseln wir wieder zum PC. So, die App habe ich jetzt installiert, beziehungsweise ich habe ein Samsung-Gerät. Ich habe den Link zur Windows-App bereit. Anklicken. Mit QR-Code koppeln. Keine Sorge, das kann mitunter etwas dauern. Falls Sie auf Ihrem Smartphone die App noch nicht geöffnet haben, bitte dieses tun. Wir wechseln zum Smartphone. Dann auf Computer hinzufügen tippen. Dann kommt die Frage, ob der QR-Code auf dem PC bereit ist. Wenn diese Nachricht kommt, ist meistens die Kamera noch nicht bereit, beziehungsweise Sie haben noch nicht erlaubt, dass diese App die Kamera benutzen darf. Das machen Sie am besten, indem Sie auf Berechtigungen überprüfen tippen. Dann sind Sie in den App-Berechtigungen und scrollen dann bis unten zu Kamera. Nachdem Sie auf Kamera-Berechtigung getippt haben, erlauben Sie der App entweder jedes Mal nachzufragen bzw. immer zuzulassen. Tippen Sie unten auf das Zurücksymbol, bis Sie folgendes Fenster sehen. Tippen Sie auf Weiter und dann sollten Sie mit der Kamerafunktion einmal den QR-Code einscannen. Wenn alles geklappt hat, kommt diese Meldung. Sie können hier auf Fertig tippen und dann wieder zum PC wechseln. Dann arbeitet der PC noch ein bisschen. Hier klicken Sie auf Weiter. Dann haben Sie hier noch ein paar kleine Anleitungen und Hinweise. Die können Sie durchgehen oder einfach weiterklicken. Oh, dann haben wir hier Willkommen bei der Smartphone Link App. Immer mehr erste Schritte. Hierüber können Sie dann zum Beispiel SMS senden, die Fotos anzeigen, mobile App auf dem PC benutzen. Klappt noch nicht immer alles. Hin und wieder hakt eine App noch. Oder Sie können sogar direkt einen Anruf tätigen. Ich mache mal überspringen. Da sage ich auch erstmal überspringen. Hier kann ich meine Nachrichten durchscrollen. Hier links sehen Sie Benachrichtigungen, die gekommen sind. Die kann man dann hoch und runter scrollen. Hier oben sehen Sie halt, mit welchem Gerät verbunden wurde. Also jede Menge Informationen. Ja, hier kann ich dann auswählen, Nachrichten, Fotos. Einmal auf ein Bild klicken und schon habe ich die größere Ansicht und kann mit den Pfeilen links und rechts halt nach und nach die Bilder anschauen. Das sind Screenshots, die ich hier jetzt gerade gemacht habe, um dieses Video zu erstellen, damit Sie sehen, was ich am Smartphone gemacht habe. Dann können Sie hier die Apps überprüfen, was Sie für Apps alles haben und hier oben zum Beispiel Anrufe tätigen. Erste Schritte, verbinden. Und dann können Sie hier, wenn Sie halt ein Headset zum Beispiel haben, ein Mikrofon, dementsprechend telefonieren. Leider ist mir aufgefallen, vielleicht liegt es auch an meinem Headset, das muss ich noch weiter ausprobieren, hört der Gegenüber Sie nicht. Manchmal nicht richtig. Da muss man ein bisschen noch rumspielen an den Einstellungen fürs Headset. Das finde ich ein bisschen schade, dass das irgendwie noch nicht ordentlich läuft. Aber ich hatte jetzt gerade, als ich das Video zum Beispiel erstellt habe, ein Update für diese App, allerdings nur auf dem Smartphone. Mal gucken, ob das dann besser funktioniert.
So, also wie gesagt, Sie können hier telefonieren, Apps starten, wenn Sie möchten, Fotos angucken. Sie sehen, das sind die letzten Bilder, die ich hier habe. Hier tippe ich wieder auf Apps, da kann ich die sogar starten und am PC ausführen. Bei den meisten funktioniert es. Hier können Sie dann zum Beispiel die Benachrichtigungen bearbeiten, drauftippen oder einfach wegixen. Also Sie sehen, Sie können wie bei Ihrem Smartphone alles bedienen. Hier oben haben Sie noch kleine Bedienflächen, bitte nicht stören. Bluetooth ein oder aus, Ton ein, aus und hier Audio Player ein. Wenn ich jetzt aber mein Smartphone bedienen möchte, dann klicke ich direkt auf das Smartphone. Wir benötigen die Zustimmung. Das heißt, das Smartphone in die Hand nehmen und auf Jetzt starten tippen. Hier sehen Sie jetzt 1:1 den Bildschirm Ihres Smartphones auf dem PC. Und können das Ganze so bedienen, wie Sie möchten. Sie können jetzt Dateien sogar direkt per Drag and Drop verschieben, entweder auf den Desktop oder in irgendeinen Ordner. Das zeige ich Ihnen hier anhand der Fotos. So, wenn Sie hier dann Fotos haben, wie gesagt, das sind die Bilder, die ich hier rübergezogen habe, die können Sie dann auch einfach anfassen mit gedrückter Maustaste und irgendwo entweder auf den Desktop oder in irgendeinen Ordner ziehen und Sie sehen, dann haben Sie die Sachen schon kopiert. Das ist natürlich sehr nützlich, wenn Sie Sicherungskopien von irgendwelchen Dateien, Bildern haben wollen oder so wie ich die Bilder hier in ein Video einbinden müssen. Manche Apps werden aber nicht angezeigt aus Sicherheitsgründen. Zum Beispiel, wenn ich meine Banking-App hier offen habe, dann zeigt er mir hier einen schwarzen Bildschirm. Auf dem Smartphone selber sehe ich alles, was ich machen kann, aber hier kann ich nichts machen. Wie gesagt, ich habe meine Banking-App hier drüber gestartet. Also falls sowas mal passiert, ist das oft auch aus Sicherheitsgründen. Ich habe hier einfach mal das Smartphone direkt aufgerufen, also nicht hier über die Steuerung der Apps, sondern über das Smartphone. Klick mal auf PayPal und muss dann natürlich den Code an meinem Smartphone eingeben. Und siehe da, Sie können sogar direkt hier über PayPal arbeiten, wenn Sie möchten. Das war's schon wieder. Danke Ihnen fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wie gesagt, abonnieren Sie doch bitte den Kanal, drücken Sie vielleicht auch das Glöckchen an, geben mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.